Freibier für die Ingolstädter Fans, die zum zweiten Mal nach Bietigheim gekommen waren. Die erste Partie eher verschoben, weil ein Loch im Eis war. Also, jetzt Ingolstadt zum zweiten Mal bei den Bietigheim Steelers. Dieses Mal wurde auch gespielt. Bietigheim in Grün, zuletzt erster Saisonsieg. 3:2 nach Shootouts bei den Schwenninger White Wings. Und in dieser Partie guter Start, zweite Minute Überzahl. Kerenen mit dem Querpass und Leon Hüttel klärt da gerade noch vor Temu Leppers. Auf der anderen Seite die Ingolstädter zuletzt 1:3 gegen München, aber insgesamt sehr, sehr guter Saisonstart. Matt Bodie im Zusammenspiel mit Verteidigerkollege Leon Hüttel. Matt Bodie haut einfach drauf und das Ding rutscht rein zum 1:0 für Ingolstadt. Vierte Minute, platzierter Schuss von Bodie. Und Cody Brenner, der wieder Sami Aitokallio vertrat im Bietigheimer Tor, war die Sicht versperrt durch Charles Bertrand und den eigenen Mann Guillaume Nord. Die gehen auf die Seite und dann schlägt der Puck schon ein. Powerplay wieder auf der anderen Seite für Bietigheim. Das ist die große Problemzone. Erst ein Überzahl-Tor und das zweite will auch hier nicht fallen. Norman Hauner an den Außenpfosten. Die Möglichkeiten waren da für die Steelers, aber sie vergaben sie. Gute Chance für Hauner auf den Ausgleich. Cody Brenner nach dem ersten Drittel musste er runter, denn Marco Friedrich war in ihn hineingefahren, auf ihn draufgefallen. Leon Dubrava ersetzte ihn ab dem zweiten Drittel. Viertes DL-Spiel für den 21-jährigen Torhüter. Und der war gleich mal gefragt. Frederik Storm mit dem Schuss, da war Dubrava schon bezwungen, aber der Pfosten rettete für die Bietigheim Steelers, die kein schlechtes Spiel machten, vor allem im zweiten Drittel nicht, die sich Chancen erspielten, aber sie halt nicht verwerteten. Beispiel, Kerenen. Gutes Auge für Daniel Weiß, super Pass, aber Weiß scheitert an Kevin Reich, der nach Verletzungspause zurück war und sein erstes Saisonspiel machte. Kerenen eh ein sehr, sehr kreativer Spieler. Hier gewinnt Daniel Weiß das Bulli. Maioni schaltet sich mit ein. Aber dann zu aggressiv die Bietigheim Steelers. Und das wird eiskalt bestraft vom RC Ingolstadt über Höflin. Und dann am Ende Charles Bertrand, der Franzose, macht sein zweites Saisontor. Sehr geradlinig, mit viel, viel Tempo. Das ist das Eishockey, das der RC Ingolstadt in dieser Saison spielt. Höflin mit dem Auge für Bertrand und Dubrava natürlich chancenlos. Ingolstadt machte die Tore einfach. Auf der anderen Seite gab es Chancen für Bietigheim, aber die Chancenverwertung war schlecht. Wieder Kerenen, dieses Mal der Pass auf Maioni und der Verteidiger setzt die Scheibe daneben. Ingolstadt natürlich auch mit viel Erfahrung. Brian Gibbons über 200 NHL-Spiele durch die Rundung auf Daniel Pieter. Die beiden tauschen die Positionen. Pieter schaut, wo ist Gibbons? Da ist er. Super Pass von Pieter auf Gibbons. Und das 3:0 für den ERC Ingolstadt. Wirklich ein klasse Tor. Pieter hier blickt dahin und weiß, der Gibbons, der fährt da rein vor das Tor. Und das tut er dann auch. Hält den Schläger rein. Lukas Vlade kann ihn nicht mehr stoppen. Und Dubrava wieder machtlos. 3:0 also für den ERC Ingolstadt, obwohl Bietigheim im zweiten Drittel gleichwertig war. Vor allem, was die Chancen haben. Dann Preibisch noch einmal. Und der Block von Hüttel, auch das auffällig, dass der ERC Ingolstadt sehr gut nach hinten wieder umschaltet und die Verteidiger wirklich einen super Job machen. Denon konnte mit den herausgespielten Chancen schon irgendwie zufrieden sein, aber 0:3 nach zwei Dritteln, das ist natürlich nicht nach dem Geschmack des Coaches. Und hinten raus, ja, Ingolstadt spielt das einfach clever zu Ende. Nochmal ein, zwei Schusschancen hier. Dubrava, der parieren kann gegen Wagner. Aber dann war das Spiel aus. 3:0 für Ingolstadt. Shutout für Kevin Reich beim Comeback. Kondition ist noch nicht da, wo sie sein soll, aber es hat Spaß gemacht. Also es war wirklich ein schönes Hockeyspiel, glaube ich. Chancen auf beiden Seiten und ja, wie gesagt, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil die Jungs wirklich super vor mir gespielt haben. Wir haben halt mehr Schüsse Richtung Tor gebracht und ich denke, das ist ein guter Start. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt. Nach den Schüssen haben wir Ingolstadt ein paar Konter gegeben und das haben sie halt gut genutzt. Und ja, es hört sich blöd an, aber wir müssen weitermachen. Ja, so ist es wohl. Die Bietigheim Steelers arbeiteten auch, hauten sich rein, erspielten sich Chancen, machten die nicht rein. Ingolstadt sehr, sehr souverän im Steeler in der Spitzenmannschaft. 3:0 Sieg durch die Tore von Bodie, Bertrand und Gibbons. Und damit Ingolstadt nach dieser Partie Tabellenzweiter. Sieht gut aus für Mark French und sein Team.